und fertig. Ab ins Gasthaus und diesmal hoffentlich keine weiteren Störungen. Na, geht schon. So. Nein. Ach, komm schon. Ihr könnt einen Meuchelmörder umbringen, aber nicht mal zu einem Tavernenbesitzer hingehen. Na gut, lauf außen rum. Was soll's. So, wir würden gerne am liebsten königlich schlafen, aber... Da lässt sich wohl nichts machen. So, zeilen wir hoch und dann schlafen wir nochmal. Still und lau. Doch ein Frösteln holt euch unsanft aus dem Schlaf. Euch ist, als sei jemand über euer Grab gelaufen. Und einen Moment lang fragt ihr euch, ob ihr es selbst gewesen seid. Bei diesem Gedanken öffnet sich der Boden unter euch und ihr werdet in die Tiefe gezogen. Als wieder Licht an eure Augen dringt, verschafft euch das keine Beruhigung. Ihr steht vor den leeren Minen von Nashkel, die ihr bei eurem letzten Besuch von allen Übeln befreit habt. Ihr könnt widerstandslos durch Wände und Decken schreiten und steigt immer weiter in die Tiefe hinab. Plötzlich seht ihr eine aufgedunsene Gestalt. Vor euch steht Malahay. Er bewegt sich nicht und sieht noch genauso aus, wie ihr ihn zugerichtet habt. Welches grausame Schicksal auch immer jene üble Gestalt nicht zur Ruhe kommen lässt. Ihr wisst, dass sie nur auf euch gewartet hat. Ihr seht einen Dolch aus Knochen in der Luft schweben, der nur darauf wartet, dass eine entschlossene Hand ihn ergreift und zusticht. Hätte die Kreatur den Atem, um zu sprechen, würde sie gewiss Flüche ausstoßen. Sie wartet auf den Todesstoß, auf einen Tod über den Tod hinaus und kennt keine Hoffnung. Als sie der Klinge den Rücken zudreht, fällt sie scheppernd zu Boden. Im Reich der Toten wird dieser Kreatur die verdiente Strafe zuteil werden. Und ihr verspürt kein Bedürfnis, selbst über sie zu richten. Überrascht und dankbar hinkt Malahays Geist nach vorne und durch euch hindurch. Er lässt jedoch etwas von sich zurück, vielleicht um es euch zur sicheren Aufbewahrung zu übergeben. Es ist ein Hoffnungsschimmer, der eine Leere in euch erfüllt. Bislang wusstet ihr nichts von dieser Leere, die in Form eines Dolches in euch vorhanden war. Aus der Tiefe ertönt ein Schrei des Zorns. Der Dolch aus Knochen macht sich selbstständig und schwirrt durch die Luft direkt auf euer Herz zu. Gerade als er zustechen will, erwacht ihr von dem kalten Schweiß, der von eurer Stirn in eure Augen fließt. Euch klingt noch die tadende Stimme im Ohr, die eigentlich mit dem Traum hätte verschwinden müssen. Es wird ihr eine Lehre sein. Oh, also dieselbe Stimme wie vorher. Und der Text hier scheint sich anzupassen der Gesinnung des Charakters. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich beim letzten Spiel, als ich einen bösen Charakter gespielt hatte, ihn umgebracht habe. Also in dieser Traumsequenz. Und daher habe ich dann wahrscheinlich auch andere Fähigkeiten bekommen. Denn nach jeder Traumsequenz bekommt man ja der Gesinnung entsprechend neue Fähigkeiten. Letztes Mal war es eine Heilung für uns. Mal gucken, was wir jetzt bekommen haben. Nochmal leichte Wunden heilen. Also jetzt zweimal am Tag. Schick, schick. Na gut, speichern wir erstmal ab. Sind schon bei Nummer 12. So, jetzt haben wir uns frisch ausgeruht. Verkauft haben wir eben auch. Was können wir denn jetzt noch? Oh, stimmt, wir haben ihre Steine liegen lassen, weil wir keinen Platz mehr hatten. Ja, okay, dann nochmal kurz zum Händler. Und danach können wir uns überlegen, was wir als nächstes machen. Wir haben ja von dieser Kontaktperson in Beregost gehört, aber... Die wird noch eine ganze Weile da sein, denke ich mal. Das heißt, wir können uns erstmal den kleinen Kram ranmachen, den wir unterwegs so haben, liegen lassen. Weil Nashkel war ja relativ dringend. Sonst hätten Jahira und Khaled ja gemeckert. So, ja, wir sind's wieder. Wir wollen... Oh, der ist ja viel wert. Riemen der Stumpfheit machte Rüstungsklasse gegen stumpfe Waffen.
Ja, nee, den behalten wir. Eigentlich wollten wir, das kann auch weg, nur für Dünner hier die Kugeln kaufen. Jupp, 1, 2, 3, 4. So, das müsste eigentlich langsam reichen. So, hat immer noch genug Pfeile. Ja, mehr als genug. Kylies Dolch, ja. Naja. Jetzt gleich wieder in die Mine zurück, wäre ein bisschen nervig. Ich denke mir, das werde ich offscreen irgendwann machen. Aber dann sage ich euch noch Bescheid. So, die können alle da rein. Jetzt gehen wir raus hier. Und dann gucken wir uns mal auf der Karte um, wo wir hin können als nächstes. So, wir haben hier einen Jahrmarkt gesehen aus der Entfernung und einen Turm. Der Turm sieht aber bedrohlich aus, da sollten wir vielleicht noch nicht hingehen. In Beregost ist die Kontaktperson. Die Gebiete haben wir auch noch nicht ganz aufgedeckt. Nach Baldurs Tor. Nee, schauen wir uns erst ein bisschen in der Wildnis um. Obwohl, wir haben ja noch Gerüchte gehört. Einmal vom Mantelwald, dass irgendwelche Tassloi dann umgestuhlt haben sollen. Und der Hauptmann der Wache in Nashkel, genau, den sollten wir auch noch zum Tempel von Helm bringen. Das ist ja gleich um die Ecke, dann machen wir das doch kurz. Müssen wir nur den Hauptmann der Wache finden. Ist einer von euch der Hauptmann? Ne, hier sind alles nur amnische Soldaten. Was hat er denn genau gesagt? Gucken wir mal kurz nach. Alles noch. Nalim beim Tempel von Helm scheint zu glauben, dass Brage unter dem Einfluss einer bösen Macht steht. Wenn ich ihn dorthin bringe, wird er für sein Verbrechen vielleicht nicht getötet. Okay, Brage. Wo könnte Brage sein? Also hier ist die Taverne, hier ist der Händler, Tempel. Was ist das für ein Gebäude? Garnison. Ja, ne? Wird er wahrscheinlich hier drin sein. Ach, wenn es ein bisschen komisch ist, wenn jetzt so ein 6er-Trupp-Abenteurer in eine Garnison reinläuft und den Hauptmann verhaften will, quasi. Aber vielleicht können wir ihn ja dazu bewegen, so mitzukommen. Wenn er denn überhaupt noch im Amt ist. Weil anscheinend hat er ja irgendwelche Vergehen begangen. Er ist ja auch im Kerker oder dergleichen. Aber was werden wir sehen, wenn wir da sind? Die schlanke, fiese Tötungsmaschine ist tot. Okay. Dies ist die letzte Ruhestätte von Elben, der sein Leben an einen Ankeck verlor. Die haben wir Gott sei Dank noch nicht getroffen. Gefressen, doch niemals vergessen. Okay. Fremder staune bei der Enthüllung. Der Zahnarzt Mark B. macht seine letzte Füllung. Ja, hier haben die sich echt ausgetobt, die Designer. Join O. Geil Shop Herr. Das muss irgendwie ein Wortspiel sein. Loin O. Und meine Truppe geht gar nicht los. Kann ich ja lange warten. Was steht ihr jetzt? Pause sollte ich auch ausmachen. So. Hier ruht Scott. Schlaf? Ich brauche verdammt nochmal keinen Schlaf. Soll das Scotty sein aus Enterprise? Geborene Nashkel, aufgewachsene Nashkel und hier liege ich tot in Nashkel. Dave. Das klingt irgendwie sehr deprimierend. Hier ruht Rick, dem schon immer ein paar Tassen gefehlt haben. Oh, wer bist denn du? Oh, ihr seid schon wieder da. So schnell. Wie schon wieder da? Okay. Nein, sprecht nicht weiter. Es käme mir nie in den Sinn, euch auch nur einen Augenblick auf eure verdiente Belohnung warten zu lassen. Wir haben eigentlich gerade vom Bürgermeister die Belohnung bekommen. Als ich vom Rat erfuhr, dass man Grauwolf damit beauftragt hatte, die Wälder von den Räubern
dem Räuber Tonquin zu befreien, wusste ich, dass die Gerechtigkeit rasch ihren Lauf nehmen würde. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell gehen würde. Aber wer sonst könnte es sein, der durch die Stadt schreitet und so aussieht wie ihr? Ich bitte euch, diesen kärglichen Betrag von 200 Goldmünzen sowie den tief empfundenen Dank aller Einwohner von Naschkel anzunehmen. Okay, da muss er uns wohl verwechselt haben. Wegen dem Helm. Den Helm hatten wir aber von der Meuchelmörderin. Und wie sie sehen wir noch wirklich nicht aus. Obwohl wir ganz in einem Plattenpanzer drin stecken, ne? Na gut, wir geben uns aber nicht als Grauwolf aus. Da müsst ihr euch irren. Ich bin nicht die Person namens Grauwolf. Behaltet euer Geld, es gehört mir nicht. Ihr seid nicht Grauwolf, der Kopfgeldjäger? Männlich? Huh. Wer hat die Meuchelmörderin diesen Grauwolf umgebracht und den Helm genommen? So wie wir den Helm genommen haben von ihr. Oh weia, mal gucken, wer uns umbringt und dann mit dem Helm rumläuft. Heiliger Helm, jetzt hätte ich fast einem wildfremden Menschen 200 Goldmünzen in die Hand gedrückt. Der Hauptmann darf nichts davon erfahren, sonst zieht er mir das Fell über die Ohren. Ich danke euch für eure Ehrlichkeit, Fremder, die keineswegs selbstverständlich ist. Gorain ja. Wäre auf eure Taten stolz. Und der Ruf hat sich verbessert. Schön. Wo stand der Ruf? Gesinnungsprotokoll Kämpfer 1? Nee. Ah, Ruf, beliebt, 15. Das ist doch schön. Ich glaube, das ging bis 18 hoch. Und je höher der ist, desto bessere Preise kriegt man selber bei Händlern, was echt praktisch ist. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Papa war in den Minen, aber Mama sagt, jetzt ist er droben bei der großen Mama. Oh. Okay. Durch irgendetwas werden die Menschen in den Minen getötet und die Garde von Ammen kann es nicht aufhalten. Ja, aber wir konnten es aufhalten. Dein Papa ist gerecht. Was dir auch nicht wirklich viel bringt, aber es sind so Worte, die ein Paladin sagen würde. Heda, wer hat euch gesagt, ihr könnt hier einfach reinkommen? Hier dürfen nur amnische Soldaten rein. Kleine Rotznasen wie ihr sind hier nicht willkommen. Hey, 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 ganz ruhig. Los raus hier, bevor ich euch den Hintern treten muss. Na, müssen wir das wohl nehmen. Hey, tut mir leid, wir wussten nicht, dass das die Kaserne ist. Wir verschwinden sofort wieder, okay? Eigentlich hätte ich jetzt gerne eine Option gehabt, dass ich mit dem Kommandanten reden will, aber... Gut, lauft mit eingezogenen Schwanz davon. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe wichtige Geschäfte nachzugehen. Geht mir aus dem Weg. Ah, und er geht raus. Oder versucht es zumindest. Hier scheint der Kommandant eh nicht zu sein. Flitzen wir kurz mal noch da hinten. Ja, hier ist kein Kommandant. Dann können wir auch ruhig rausgehen. Okay, er ist nicht in der Kaserne. Das macht das Ganze jetzt schon ein bisschen schwieriger. Obwohl, so viele Gebäude gibt es hier ja auch nicht. So, was haben wir noch? Eine Taverne zum rülpsenden Drachen. Ob da der Garnisonskommandant ist? Ein Versuch ist es wert. Und sonst müssen wir den Rest hier nochmal aufdecken. Dass man die Leute, die hier rumstehen, nicht fragen kann. Also wäre wahrscheinlich zu viel Mühe gewesen, sowas mit rein zu programmieren. Ist hier gut besucht. Und wer bist denn du? Ah ja, die Rechnung. Nach dem nächsten Bier, junge Frau, zahle ich ganz bestimmt. Seid gegrüßt. Ich sehe es eurem Gewand an, dass ihr hier nicht zu Hause seid, sondern auf Reisen wie ich. Setzt euch ein Weilchen zu mir. Genießt mit mir die Stimmung auf diesem schönen Jahrmarkt. Jahrmarkt? Der Jahrmarkt ist eigentlich vor der Stadt. Aber gut. Und lasst uns Geschichten aus fernen und fernscheinenden Landen austauschen. Ich bin durch ganz Ferun gewandert, doch nach der Gastfreundschaft eines einfachen ländlichen Festes habe ich bislang vergeblich gesucht. Es ist eine Schande, wie jedes Freudenfest durch die Ereignisse der jüngsten Zeit getrübt ist.
Und wenn man gute Miene zum bösen Spiel macht, auch wenn man gute Miene zum bösen Spiel macht, ihr blickt verwundert rein, so wisst ihr am Ende nichts von den Schwierigkeiten, mit denen die liebenswürdige Einwohnerschaft von Naschkel sich herumschlägt. Doch wissen wir und wir haben sie eigentlich gelöst. Aber gut, wenn ihr eben erst angekommen seid, kann ich euch berichten, was ich weiß, sofern ihr mir euer Ohr schenken wollt und noch ein Bier dazu gebt. Kleiner Schnorrer. Wollt ihr von dem hören, was in den Minen vorgefallen ist? Oder die tragische Geschichte des Kommandanten der Garde? Oh, Kommandant der Garde, das klingt gut. Die Geschichte der Wache hört sich interessant an. Bitte sprecht weiter. Ein Gerücht von Volo. Er scheint wohl Volo zu sein. Ich habe gehört, dass Kommandant Bragge von der Garde von Am seit einiger Zeit verschwunden ist. Ah, dann werden wir ihn in der Stadt wohl auch nicht finden können. Nachdem sich sein Verhalten seltsam verändert hat. Früher war er ein redlicher Familienvater, doch plötzlich fing er sinnloses Gemetzel an, das in einen Wutanfall ausartete, wie man ihn noch nie gesehen hat. Eigentlich hat man erst einen Wutanfall und dann ein Gemetzel, oder? Na gut. Seine Soldaten konnten sich an nichts Außergewöhnliches erinnern, das diese Veränderung hervorgerufen haben könnte. Jedoch scheint ein bestimmter Gegenstand eine Rolle zu spielen. Wenn der Eisenmangel nicht aufgetreten wäre, wäre es wahrscheinlich keinem aufgefallen. Doch bevor der Kommandant durchdrehte, beschaffte er sich ein neues Schwert. Ob diese Informationen von Bedeutung sind, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Nach den Minen zu fragen, würde nicht viel Sinn machen. Also sagen wir, eine interessante Geschichte, das muss man sagen. Gut gemacht, Volo. Viel Glück auf euren Reisen. Ja, Volo ist auch ein recht bekannter Charakter aus Forgotten Realms. Aber schauen wir uns mal ein bisschen weiter an. Hier sind ja recht viele Gestalten, die so aussehen, als wenn sie hier nicht hingehören. Oder sind das hier Wachen? Bouncer. Ja, Türsteher. Hütet euch vor den Wäldern im Westen, Freund, denn es geht die Rede von Ogern und Wahnsinnigen. Oger haben wir schon gesehen. Wahnsinnige? Na, die